Warum sehen wir nur eine Seite des Mondes? Naja, der Mond dreht sich einerseits rund um die Erde, andererseits dreht er sich auch um sich selbst. Und das macht er genau mit der gleichen Geschwindigkeit. Ungefähr 27 Tage einmal um die Erde herum und gleichzeitig dreht er sich auch in ungefähr 27 Tagen um sich selbst. Und das ist so aufeinander abgestimmt, dass ich damit immer nur eine Seite des Mondes sehe. Der Mond im Gravitationsfeld der Erde wird aus einem Kreis wieder zu einer Ellipse geformt. Die Erde zieht ja quasi am Mond, also ist ein bisschen elastisch, kann man sich vorstellen, wird so ein bisschen wie eine Ellipse geformt. Bei der Ellipse gibt es jetzt einen Teil, der ein bisschen weiter unten, ein bisschen näher an der Erde ist, der wird stärker angezogen. Alles, was länglich ist, richtet sich im Gravitationsfeld aus. Wenn sich das jetzt quasi stärker wegdrehen würde, dann versucht die Erde mit der Gravitationskraft, den wieder zurückzubewegen. Und genau deswegen, am Anfang hat sich der Mond schneller um seine eigene Achse gedreht, aber mit der Zeit, dieser Effekt führt dazu, dass sich das irgendwann einmal synchronisiert und dass wir eben von einer gebundenen Rotation sprechen. Das trifft für fast alle Monde in unserem Sonnensystem so zu. Der Mond hat übrigens den gleichen Effekt auf die Erde. Die Gezeitenkräfte des Mondes wirken auf die Erde und versuchen, die Erde ein bisschen zu verlangsamen. Das heißt, beide werden dann mit der Zeit irgendwann einmal langsamer, aber das ist ein Effekt, der irgendwann einmal quasi vielleicht einmal messbar ist, aber heute und auch in der näheren Zukunft keine Rolle spielt. Wir befinden uns übrigens im Institut für Luft- und Raumfahrttechnik. Wir beschäftigen uns vor allem mit zukünftigen Raumtransportsystemen, mit coolen Antrieben. Dafür haben wir auch diese ganz tolle Vakuumkammer hier und ein Beispiel habe ich mitgebracht. Ein super Antriebssystem, ein elektrisches Raumfahrttriebwerk, ein Halionentriebwerk. Das sind die Antriebe der Zukunft, sehr treibstoffarm, sehr effizient. Genau sowas wurde auch eingesetzt für die erste europäische Mondmission, SMART-1, an der ich vor über 20 Jahren meine wissenschaftliche Karriere angefangen habe.